Hallöchen. Ja, jetzt in der Vorweihnachtszeit und winterlichen Zeit, wo es keine winterlichen Temperaturen draußen sind und auch noch kein Schnee liegt, hier bei uns im Ruhrgebiet zumindest nicht. Ja, da komme ich auch mal mit was Weihnachtlichem ums Eck. Und zwar mit dem Funhole Set F9009 mit circa 786 Teilen. Ist ein schnuckeliges kleines, eher Winterset als Weihnachtsset. Es sind ein paar winterliche Sachen angedeutet, aber doch eher ein winterliches Set. Wir haben natürlich eine Anleitung, die wirft keinerlei Fragen auf. Wie immer bekommt man bei Funhole ja genauestens gezeigt, wie man Kabel zu verlegen hat. Jetzt ist das Lustige an diesem Set, dass man hier unten den Block, hier das oben, das ist beweglich, das zeige ich euch gleich noch, hier unten den Block, den baut man, der ist auch sehr, sehr massiv gebaut. Und da sitzt diese eine Leuchte drauf. Alle anderen Beleuchtungen, die hier drin sind, und das sind insgesamt 20 Stück, minus 1 macht 19, sind hier oben in diesem kleinen Block drin. Dann seht ihr schon, dass es doch einigermaßen ja, fummelig wird, wenn man die Kabel da verlegen muss. Ansonsten, wie immer, Funhole mit Beleuchtung. Da ist, denke ich mal, ein Light-Tailing-Set bei, weil Bricsmax, die andere Firma von denen noch, also Light-Tailing, Bricsmax und Funhole gehören ja zusammen. Light-Tailing macht Beleuchtungssets auch für Lego-Sets, die etwas günstiger sind. Da hat man dann ganze Stränge, wo dann mehrere LEDs dranhängen, die muss man dann verlegen. Bricsmax macht halt etwas höherwertige Sets. Da hat man dann auch LEDs bei, die zum Beispiel dann blinken können und fast alles einzeln verkabelt. Das heißt, jeder einzelne Leuchtpunkt hat dann eine LED mit Kabel dran. Das ist natürlich ein etwas höherer Aufwand zum Verlegen, aber man hat auch mehrere Möglichkeiten zu verlegen und natürlich besser wiederverwertbar als das Light-Tailing-Zeug. Ja, und Funhole macht halt Sets mit Beleuchtung. Standardmäßig. Ja. Gucken wir uns das Set erstmal so ein bisschen an. Ja, wir haben so ein paar weihnachtliche Sachen. Ich kann das jetzt nicht zu weit nach vorne. Ich mach das gleich. Mach mal Optik, mach mal gleich. Man hat hinten eine Kurbel dran. An dieser Kurbel kann man dieses hier drehen. Wie ihr seht, funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Na, ich habe es auch falsch schon drauf sitzen. Wieso geht das jetzt nicht weiter? Ach, das ist ja wegen der Figürchen. Guck mal. Wenn ich die Figürchen wegnehme, funktioniert das sogar mit der Dings. Dann kann man das hier drehen. Andere Figürchen habe ich schon weggeschossen irgendwie, glaube ich. Wo sind die andere jetzt hin? Da war noch eine Figur. Egal. Kann man dann so drehen. Ihr seht, man hat mehrere bewegliche Teile hier dran. Das ist einmal hier oben das Haus, was sich dreht. Dann hier dieses Dingen. Dann hier dieses, was hin und her wackelt. Ich nehme das jetzt mal oben ab. Ja, bitte nicht erschrecken. Das kann man nämlich, das ist einfach nur aufgesteckt. Das kann man nämlich einfach so abnehmen. So. Dann kann man hier drehen und dann, wie ihr sehen könnt, ja, jetzt ist hier nicht genug Druck drauf, dann wackelt das Ding hier oben hin und her. Ups. Und hier hinten, der geht rauf und runter. Jetzt kann ich euch das auch mal ein bisschen zeigen. Ich mache das mal eben hier vom Strom weg. Man hat hier vorne ein kleines Geschenk stehen. Man hat hier überall so Süßigkeiten stehen, auch drumherum immer noch mal Süßigkeiten. Hier hinten dann das mit der Kurbel. Dann hat man hier an der Seite, gehen wir einfach so rum, hier an der Seite hat man einen kleinen Schneemann gebaut. Würde ich jetzt mal behaupten, dass es einer ist. Und vorne hat man dann auch noch mal ein kleines Geschenk stehen, was so ein bisschen ja vielleicht auf die Weihnachtszeit hindeutet. Wie ihr schon gesehen habt, sitzt dieses Teil hier oben locker auf. Innen hat man dann so eine Platte drin, wie so ein Plattenteller, also wie so eine Schallplatte, sag ich mal. Und da sind halt zwei Kontakte drauf, einmal Plus, einmal Minus, nehme ich mal an. Und oben an dem anderen Teil, zeige ich euch gleich auch noch, sitzt dann das Gegenstück drauf mit Pins, die dann da drauf rumgleiten und dadurch hat man den Kontakt halt gegeben. Die Steinequalität, wie ihr sehen könnt, die Fliesen, die spiegeln wie Sau. Die sind fast, nicht ganz, aber die sind fast auf Lego-Niveau. Hier wird Gobrix verbaut und Gobrix hat ja immer Schwierigkeiten. Klemmkraft und so immer super. Farbtreue super. Habe hier überhaupt keine Farbabweichung festgestellt. Weder im Weiß noch in den Brauntönen. Passt wunderbar. Und für Gobrix-Verhältnisse sind die Fliesen extrem gut. Also wirklich extrem gut.
Dann gucken wir jetzt nochmal eben hier unten. Das ist die andere Platte. Die hängt einfach nur so lose da dran. Die wird dann, da ist ein Loch drin, die wird dann da reingesteckt. Und der Brick, der wird dann auf die Achse gesteckt und dadurch kann man das dann drehen. Wo ich jetzt schon mal gerade dabei bin. Wir haben auch zwei Figürchen dabei. Eine Frau. Ihr seht, der Torso ist komplett rund. Die Arme sind komisch gebogen. Die Füße sind komplett anders. Hinten nicht aufnoppbar, aber unten zumindest aufnoppbar. Und die Figuren, ob man jetzt die Optik mag oder nicht, ich zeige euch gleich auch nochmal die andere Figur, ob man die Optik nun mag oder nicht, ist ja erstmal eine ganz andere Frage. Aber, was schon mal ja wichtig ist, ist, dass das Set quasi, also dass die Figuren, die sind von Lego, würde ich jetzt mal behaupten, nicht angreifbar. Ich meine, man weiß nicht, was sich da noch so ergibt, aber ich würde jetzt behaupten, die sind nicht wirklich angreifbar. Hier haben wir nochmal die andere Person, ja. Die Hände sind etwas anders gemacht, wie ihr sehen könnt. Der ganze Körper ist ein bisschen anders gemacht. Der Kopf ist ein bisschen anders gemacht. Kopf ist ein bisschen anders gemacht. Ja, Kopf ist ein bisschen anders nur. Aber ansonsten, die allgemeine Erscheinungsform ist schon komplett anders als bei Lego. Ich werde sie noch nicht weiter drehen, deshalb stelle ich sie wieder hier vorne hin. Ja. Der Bau an sich ist stellenweise unten, wie gesagt, wird massiv gebaut. Einfach zusammenbatschen. Ein bisschen Technik dabei, ist aber richtig massiv. Oben wird es dann ein bisschen feiner, aber immer noch stabil. Also ich kann das hier so jetzt, klar, logisch, rubbelt natürlich. Ne? Die hier ist schade, dass die nur so ein bisschen angelehnt sind. Also die kann man auch theoretisch so ein bisschen aufklappen und werden dann quasi durch die Zuckerstangen hier vorne ein bisschen auf Spannung gehalten, dass die zusammenkommen. Hätte ich ein bisschen besser gefunden, wenn die hier oben noch irgendwas gemacht hätten, wo es hätten annoppen können. Haben sie nicht, ist egal. Das ist das Einzige, was so ein bisschen hier, ja, was die C-Clamps hier halt nicht halten, so wirklich, wenn man da dran rumruppelt. Das sind hier oben die beiden Lollis, sage ich mal. Ansonsten hat man halt eine schöne Beleuchtung. Man hat halt, hier im Dach hat man Beleuchtung, auf der anderen Seite hat man auch im Dach nochmal Beleuchtung. Es ist einfach nur schnuckelig. Innen drin hat man jeweils Beleuchtung. Ist sehr, sehr schnuckelig gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, das Teil hat knapp 900 Teile, knapp 1000 Teile, soll eine UVP von 70 Euro haben. Wären also 7 Cent pro Teil roundabout. Aber, was man hier bei Funhole niemals vergessen darf, ist die Beleuchtung. Wenn ich das mal auf Lighttailing Niveau nehme, wie viel Beleuchtung hier drin ist, würde ich sagen knapp 30 Euro an Beleuchtung. Und dann klingt der Teilepreis schon wieder ganz anders. Typisch für Funhole, man kann auch das Set ohne Beleuchtung bauen. Die Teile, die man da benötigt, zum Beispiel hier an diesen Laternen, da sind unten, sind dort Round Tiles mit einem Loch drin verbaut, wo dann innen drin eine LED ist. Da sind auch nochmal beiliegend die goldenen Round Tiles 2x2 mit Loch, aber ohne Beleuchtung. Also das als Beispiel, man kann das auch komplett ohne Beleuchtung bauen und die Beleuchtung theoretisch für was anderes nehmen, wenn man denn genau die Farben braucht. Weil hier oben zum Beispiel hat man, also hier hat man Gelb, Rot und Grün und hier hat man Grün, Blau und Rosa. Ja, das ist, hier sind die Bricks so farbig, aber die Beleuchtung darunter ist auch so in der Farbe. Also von daher, ja. Gut, ansonsten wird halt auch immer alles mitgeliefert, was man braucht für die Beleuchtung. Akkubox, alles, was man so braucht. Aufkleber sind hier gar keine bei. Hier ist alles Brickbuild, also keine Aufkleber, keine Transfersticker, keine Drucke, vielleicht ein Druck oder sowas, das weiß ich gar nicht mehr. Naja, dieses Set wird uns auf jeden Fall jetzt die nächsten Wochen begleiten, weil wir haben morgen den ersten Advent. Ja, und da kommen wir dann auch schon dazu. Dann wünsche ich euch morgen einen schönen ersten Advent. Genießt die Weihnachtszeit jetzt. Gebt nicht zu viel Geld aus, obwohl doch, gebt Geld aus, ist ja für unsere Wirtschaft nicht gerade schlecht. Schaut noch mal rein, ich werde die nächsten paar Wochen immer mal von Lego, das ist jetzt leider ein bisschen Lego-lastig, werde ich EOL-Sets vorstellen. Ja, unter anderem sind dabei, nein, sage ich nicht, werdet ihr ja dann sehen. Sind auf jeden Fall ein paar EOL-Sets dabei. Okay, dann danke ich euch fürs Zuschauen und denke mal, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht es gut. Schönes Wochenende, schöne Nacht, schönen Morgen, schönen Abend, schönen Mittag, schönen was weiß ich auch immer, wann auch immer ihr das Video schaut. Ich bin raus, euer Klemmbaustein Wietze. Ciao.